Abend. Danke Bart für seine bescheidene Vision zur Architektur in generell. Danke Johann für die Einladung, für die das Möglichmachen dieser Ausstellung. Ich habe eine kleine Präsentation vorbereitet, die man zeigt in einem Raum, wo die Ausstellung nicht ist. Es ist einfach am besten, die Ausstellung sehen zu gehen, aber trotzdem ist das hier die Ausstellung in einer Art von kleiner Geschichte. Anfang 2012 hatte David Chipperfield, der damalige Kurator der Biennale von Venedig, uns gebeten, eine Ausstellung zu machen zum Thema Common Ground. Ich denke, auf Deutsch übersetzt ist das so etwas wie gemeinsame Grundlage oder so. Wir haben uns, das war ein Dilemma für ein self-obsedierter Praxis, klarerweise. Und wir hatten uns damals entschieden, ziemlich früh, um eine Ausstellung zu machen, die nicht über unsere eigene Arbeit war. Und das fängt an eigentlich mit ein kurzer privater Anekdote. Das ist ein Foto von 1988, als ich damals in London gelebt habe, zu meinem ersten Job. Und das war das Gebäude, neben welchem ich wohnte. Das war eine Art von Raumschiff von Beton in einer Art von Bunker-Setting in Mitte einer georgischen, ziemlich traditionelle Gegend, auch eine sehr konservative Gegend, so was die Briten nennen eine Eyesore. Aber das Gebäude hat mich intrigiert und eigentlich nach Nachforschung bin ich zum Architecture Guide von London gekommen, und das Besondere war, dass es tatsächlich Architektur ist. Das sieht man, wenn es in Schwarz-Weiß fotografiert ist. Und eigentlich das ganze Besondere, das war ein sehr konzeptionelles, endlos erweiterbares Konzept einer Schule. Aber das Besondere war, dass das Gebäude nicht an eine Individu zugeschrieben war, sondern an einer Stadtbauverwaltung, an eine Bürokratie, den man GRC nennt, und das eigentlich ziemlich zufällig. Nur die Autor, man sieht ihn hier, eine Beamte Dandy, den ich glaube, gibt es immer noch, akkreditiert war, und das eigentlich hat das Idee zur Ausstellung gegeben. Mittlerweile in London ist da ziemlich viel übergeschrieben, dass das damals in den 60er Jahren war das Stadtbauverwaltungsdepartement eine ziemlich lebendige Architekturszene mit ein, hier die Bürokraten, 50er Jahre bis zum Anfang 70er Jahre, das sieht man am Arm. Und eigentlich, wie ich gesagt, eine sehr lebendige Architekturszene. Und wenn man zum Beispiel dieses Gebäude sieht, das ist das South Bank Center in London, das ist von Ron Heron und Warren Chalk entworfen, die Gründer des Archigramms, die damals dieses Gebäude aber als Beamter entworfen haben. Das ist ein Raum darunter, alles von Beton, so genau wie die St. Agnes Kirche. Die Lobby mit den Mushrooms Columns. Und das ist der Zustand mittlerweile. Das Gebäude hat ein zweites Leben. Das ist ein von Großbritanniens bekanntesten Skateboard-Rings, die Undercraft. Hier da hinten sagt es, glaube ich, Zach Cameron in den Graffiti. Und eigentlich das gab das Idee von einer Ausstellung, wo wir eigentlich in Venedig eine Gegenübersetzung machen möchten, die das alte Archivmaterial, das alte Idealismus eigentlich die Gegenwart gegenübersetzt. Und das heißt, dass Graffiti, die Farben von der Graffiti hier als Hintergrund funktionieren und eigentlich das ehemalige Schwarz-Weiß-Fotografie als Vorgrund in einer Art von Mischung, so wie klassische Musik und Hip-Hop zusammen gemischt war. Und also,
Public Works, publique Werke. Das ist nicht nur ein Phänomen, den es in London gibt, haben wir empfunden. Die ganze Ausstellung ist eine Art von Mini-Biennale in fünf unterschiedliche europäische Länder. Und was eigentlich interessant zu sehen ist, ist, dass das Schicksal dieser Gebäude eigentlich ziemlich wechselnd ist. Zum Beispiel das South Bank Center hier im 60er Jahr, im 1968 fotografiert, sieht heute so aus. Sieht heute so aus. Und eigentlich, was witzig ist, ist, dass eigentlich im gegenwärtigen Zustand das Gebäude eigentlich das Idealismus der ehemaligen Architekten näher annähert, dann eigentlich die ehemalige Schwarz-Weiß-Fotografie. Eine Art von lebendiger Austin Powers-like Anarchie, die mittlerweile auch eine Wirklichkeit geworden ist. Das ist nicht das Schicksal aller Gebäude. Diese Gebäude gibt es mittlerweile nicht mehr. Hier haben Architekten eine andere dieses Gebäude von Rodney Gordon in Mitte der London, in der Nähe von Waterloo, gibt es immer noch, aber das ist eine Elektrizitätszentrale und deswegen vielleicht schwieriger abzurissen. Das ist ein Gebäude in Amsterdam, das ist das ehemalige Hauptquartier der Stadtbauverwaltung. Den gibt es mittlerweile nicht mehr, wird etwas Neues gebaut. Das ist das Finanzministerium in Den Haag, auch von einer Beamte entworfen. Den gibt es noch, aber gibt es auch nicht echt mehr. Das hat ein Umbauschicksal getroffen. Das ist das ehemalige Hauptquartier der Stadt in South of London, von der ähnlichen Architekt als die Pimlico School, John Bancroft, gibt es auch nicht mehr. Hat man etwas Neues für gebaut. Aber das Witzige ist, dass trotzdem, wenn man dieses Gebäude anschaut, die Tradition und das Denken fortlebt. Das ist eine Pyramide. Das ist eine Pyramide auf dem Kopf. Und das ist ein Gebäude von einer Präfektur in Paris, von Henri Bernard in Valoise, von den ähnlichen Perioden. Das heißt, es gab eine Art von internationaler Bürokratenstil, die trotzdem, dass manche Gebäude abgerissen sind, immer noch da ist. Very much. Ziemlich viel Publizität. Ein anderes französisches Beispiel, Jacques Caliche, den gibt es immer noch in Pantin. Schüler in Nanterre, in der Nähe von Paris, ganz auf Stahl gebaut, gibt es immer noch, aber in einem sehr demütigen Zustand, wird vielleicht bald auch verschwinden. Mosinor, ein industrielles Komplex in Montreux, den gibt es immer auch noch. Ein ehemaliger Entwurfssketch, eine sehr ideologische Sketch. Und was ist interessant in das Fall Frankreichs, ist, dass eigentlich all diese Architekten Teil waren von einer kommunistischen, informellen Infrastruktur, wo Leute auf dem Resistance des Krieges einfach weitergemacht haben und eine Art von öffentlichen Infrastruktur hatte. Hier alles, was rot ist, zur Zeit war eine kommunistische Gemeinde in Paris. Man nennt das die Cercle Rouge. Und das war eigentlich ein Architekturstil, die gegenüber Georges Pompidou, gegenüber dem Grand Projet, die damals angefangen sind, eigentlich eine kleinschalige, nützliche Architektur vorstellen. Dann weiter Italien. Dort gibt es etwas Ähnliches. Auch eine von öffentliches Belang motivierte Architektur, sondern hier nicht von den Kommunisten dargestellt, aber von der katholischen Kirche in Zusammenarbeit mit den Amerikanern, eigentlich genau als ein Preemptive Strike gegen das Kommunismus. Eine Art von publike, sehr soziale Architektur, eigentlich um Sozialismus vorzuseihen und zu vermeiden. Das ist einer der Planen, der Ina Casa Plan, ein sehr großartiges Maßwohnungsbauprogramm, Nachkriegsprogramm in Italien. Es handelt sich um dieses Gebäude in Mitte, das ist die Kirche San Giovanni Bono bei Arrigo Arrighetti. Eine
frühes Beispiel von Computerkurven, vor dass es tatsächlich Computers gab. Eine Zeichnung, der ist ausgestellt. Im 70er Jahre gab es ein sehr starkes Feuer, war das Gebäude beinahe abgerissen, aber ist mittlerweile restauriert, gibt es immer noch. Das ist ein häufiges Foto. Und das ist die Kirche, die eigentlich auch als soziales Zentrum in die ganze Gegend funktionierte. Und das bringt mich dann eigentlich zu der Gebäudeberühmtengespräche. Das sind Agnes-Kirche, katholische Kirche, Schwarz-Weiß-Fotografie in den 60er Jahren, Düttmann, der Senatsbaudirektor in Berlin, der eigentlich auch Mies damals ermöglicht hat, seine einzige Gebäude in Berlin zu bauen, ihn zurückgeholt hat aus Amerika. Die Kirche und die Aufstellung daheim. Und das heißt auch die Kirche innerhalb der Kirche. Wir sind sehr froh, eigentlich mit dieser Ausstellung die Kirche als Kirche zu erinnern, aber auch Teil zu sein von der Anfang eines neuen Lebens als Ausstellungsraum, als Kunstgalerie. Und dafür verdanken wir der Kirche Johann Königs. Danke. Sehr gut.